auch ganz gut gespielt. Tatsächlich auch eine gute Chance noch gehabt durch Wanner. Der Schuss wurde im letzten Moment geblockt. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf heute. Der Ball rollt mit Almir Mesanovic, der heute von Beginn an mit dabei ist. Weiter Ball auf die rechte Seite in Richtung Rafa Garcia. Jetzt mit der Hacke weiter zu Wanner. Wanner in die Mitte getunnelt zu Mesanovic. Das sieht schön aus. Mesanovic mit Speed nach vorne über Garcia auf der rechten Seite. Garcia macht einen Haken, damit links die Flanke auf den langen Pfosten. Wanner kommt nicht ganz dran. Zweiter Ball nochmal bei Wanner, legt zurück auf Alvarez. Alvarez, Volley aus dem Stand und er ist an den Pfosten geknallt. Fast das Traumtor von Marcos Alvarez zu Moreno und er hat viel Tempo. Legt dann auf die linke Seite zu Alvarez. Noch ein zweiter zu Wanner. Wanner mit links, mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Zweiter Ball bei Garcia. Garcia mit dem Schuss, aber geblockt. Jason in die Mitte zu Leon Müller. Der Ball läuft gut beim OFC. Rafa Garcia nimmt den Ball mit. Hat den Ball auf dem linken Fuß. Muss abgeben auf Urbich. Urbich im 16er. Geht zur Grundlinie. Urbich mit der Hereingabe. Wanner mit dem Schuss. Oh, an die Latte. Zweiter Aluminiumtreffer in diesem Spiel. Das ist ganz, ganz schlecht. Deswegen jetzt 3 gegen 3. Aalen jetzt im Konter. Versuchen, den Ball davon zu spielen. Sind schon erstmal eine Station weiter. Aber jetzt ist die Abrufzehrabwehr aufgerückt. Da haben sie das Spiel verzögert. Nach links rausgelegt. Da im Strafraum. Flanke vors Tor. Und da habe ich jetzt das nicht sehen können. Ich glaube, es war tatsächlich Alexander Sorge mit der Möglichkeit des ersten Klärens. Und der zweite Schussversuch geht dann in die Hände von Johannes Brinkis. Höhe des 16ers. Moreno zu Almir Mesanovic. Mesanovic schirmt den Ball ab, überlässt dann Moreno mit der Hacke. Gut gemacht. Durch die Mitte zu Wanner an der Grundlinie. Nochmal zurück zu Moreno. Oh, schön gespielt. Schade. Abpraller landet bei Leon Müller mit links abgezogen. Oh, und Glanzparade. Eckball Nummer 3 für den OFC. Marcos Alvarez bringt ihn rein. Sorge an die Latte. Wieder Latte im Fallen. Leon Müller nochmal dran und dann rausgeklärt. Wanner holt sich den Ball auf der rechten Seite. Schön mit Urbich zusammen. Urbich an der Grundlinie mit der Flanke. Eingesprungen. Garcia Glanztat von Michael Witte. Marcos Alvarez oder Wanner. Wer wird diesen Freistoß ausführen? Alvarez. Zwei Schritte Anlauf. Zieht ab. Boom. Der wird gehalten. Reingechippt. Und der Keeper kommt gerade noch dran, segelt in die eigenen Maschen und es gibt die nächste Ecke für den OFC von der rechten Seite. Mit rechts jetzt reingebracht auf den kurzen Pfosten, geht irgendwie durch, angerauscht, kommt Simon Azarov und er macht das Tor zum 1:0 für den OFC und endlich ist es gefallen, das erlösende Tor durch Simon Azarov und er rauscht da an aus 14 Metern und drischt das Ding in die Maschen. Simon Azarov zum 1:0 und das 1:0 und das ist die schönste Menschenpyramide, die ich seit langem gesehen habe, die die OFC-Spieler hier bilden und das an der Eckfahne. Also, das schauen wir uns natürlich nochmal in der Wiederholung an, dieses Tor zum erlösenden 1:0. Und da seht ihr die Wiederholung. Der Ball segelt durch den Strafraum. Keiner reicht ihn und dann souverän in die Maschen reingezogen aus der zweiten Reihe. Den nimmt der Volley, den Ball, Dimar Nazarov. Und dann ist es nochmal Kovacic, der den Ball kommt, rechts raus, legt auf Dimar Nazarov. Dimar Nazarov zieht in die Mitte, hat den Ball auf dem linken Fuß, chippt nochmal zu Ronny Marcos und der kommt tatsächlich nochmal zum Abschluss. Aber Michel Witte ist dazwischen, wirft den Ball ab. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Die letzte Grätsche, die letzte Aktion gehört Ronny Marcos und Dimar Nazarov gewinnt das Spiel für den OFC mit dem goldenen Tor.